Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Thank you. Das Wetter wird schöner und ich habe in den letzten Wochen einige Produkte benutzt und die möchte ich euch zeigen. Eigentlich wollte ich eine komplette Review zu der neuen Glowish by Huda Beauty Multi-Dew Skin Tint Foundation machen, aber hier ist meine Review. Sie ist furchtbar. Aber sie ist nur furchtbar, wenn ihr sie alleine auf der Haut tragt. Ich werde sie euch auch gleich zeigen. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ihr die Foundation so nutzen könnt, dass ihr ausseht wie frisch aus dem Olivenölmeer in Athen auf den Olymp erstiegen seid. Und das werde ich euch heute in diesem Video zeigen. Und ich freue mich da mega drauf, weil ich glaube, dass das das perfekte Make-up für die heißen Temperaturen sein kann. Und ich habe es auch in den letzten Tagen sehr, sehr häufig getragen und ich liebe es. Ich wurde sogar darauf angesprochen, warum meine Base so glowy ist. Und das möchte ich euch heute verraten. Ich habe die Foundation getestet. Vielleicht habt ihr das Reel auf Instagram gesehen. Falls nicht, kommt da gerne mal rüber und schaut euch das an. Ich zeige oft Produkte, die ich hier zeige, auch da nochmal, aber in einer anderen Anwendung. Und ich zeige euch mal die Foundation, wie sie alleine auf der Haut aussieht. Ich war ehrlich gesagt ein bisschen überrascht von der Deckkraft. Sie hat eine recht hohe Deckkraft. Also ich habe mir unter Skin Tint eher so ein bisschen was Leichteres vorgestellt. Das ist aber so Huda Beauty leicht, ne? Also wenn Huda Beauty sagt leicht, dann ist es schon ziemlich ein bisschen mehr als leicht. Und das ist, ich würde das nicht mehr als Glow beschreiben. Das ist einfach Highlighter in einer Foundation gemischt. Was nicht schlecht ist per se, ich lieb's. Es kommt aber immer so ein bisschen auf den Highlight und auf den Ton drauf an. Und hier ist der Ton recht gülden und warm. Die Farbe passt bei mir mehr oder weniger. Sie ist ein bisschen dunkel. Ich habe sie in der Farbe 4 gekauft, mit Absicht, weil ich schon gedacht habe, dass ich sie im Sommer gerne tragen kann. Jetzt ist es die ersten Tage hell geworden und ich glaube, dass meine Gesichtsfarbe bzw. meine Halsfarbe sich noch so ein bisschen anpassen wird. Wir starten jetzt aber, Freunde. Und ich habe die Kombination, die wirklich unschlagbar ist, gefunden. Und das sind diese beiden, die Fenty Beauty East Drop und die Glowish Foundation. Wir testen ebenfalls den neuen Bronzer. Auch der ist ein ganz großer Favorit im Moment und ich liebe den. Der erste Schritt, den habe ich vorab schon gemacht. Und zwar habe ich einen Lichtschutzfaktor 50 Sonnenschutz aufgetragen, weil da kein Sonnenschutz mit drin ist. Hier sind Skincare Ingredients mit drin. Übersetzt heißt es hässliche rote Paprika. Viel Vitamin C, damit nichts verschwendet wird. Die Packung ist so, dass man auch alles aus der Verpackung rausbekommt. Auch die Umverpackung war sehr gut. Also sie achten gut darauf, dass die Umweltbelastung so gering wie möglich gehalten wird. Finde ich super. Ich nehme jetzt diese Foundation und ich gebe davon einen Pumpstoß auf meine Mischplatte. Ich zeige euch einmal ganz kurz, was ich meine mit Glowy. Seht ihr das? Das ist wie ein Highlighter. Was ich da jetzt mitmache ist, ich trage mir das hier erstmal auf, ich nehme meine Fenty Beauty East Drop Foundation in der Farbe ein bisschen heller, gebe da so einen Squirt mit rein und mische das. Und dadurch kriege ich eine schöne Deckkraft, nehme so ein bisschen den Glow weg und habe die Langanhaltbarkeit von der Fenty Foundation, die Glowish Foundation auch alleine ist recht langanhaltend, aber dadurch, dass sie so glowy ist, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach schnell speckig aussieht und dann nicht so aussieht, als würde es gut halten. Ich trage mir ein bisschen was damit auf und arbeite mir das mit dem Foundation Brush ein. Und ich mache erstmal hier die halbe Seite und zeige euch dann gleich mal das Ergebnis. Das Schöne ist, dadurch, dass ich die Fenty Foundation mit reingemischt habe, ich brauche nur ganz, ganz wenig von diesem Produkt. Und ihr seht sofort, das covert alles sehr, 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 sehr gut ab. Und auch so, dass ich sage, okay, krass, ich brauche davon nichts. Kleines Kontra bei dem Produkt von Huda ist, neben diesem Extrem-Glow, der alleine einfach, das, mir ist es persönlich zu doll. Und wenn ihr eine Haut habt, die so ein bisschen texturiert ist, wie, wenn ihr ein Mensch seid, dann ist es schwierig, weil es sich so ein bisschen auf Poren absetzt und so kleine Unebenheiten wie hier, ein kleines Pickelchen, recht stark betont. Das ist aber normal bei Highlighter. Also ich würde jetzt auch hier auf dem Pickel keinen Highlighter geben. Ihr seht, Deckkraft ist gut und ich hole euch gleich ein Stückchen heran, wenn ich die komplette Base fertig gemacht habe, wie glowy das Ergebnis ist. Und das Krasse ist, und ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, auch wenn ich sie mit Puder sette, nach ungefähr einer halben Stunde, wenn sich das alles so ein bisschen gesettet hat, kommt alles durch und ihr seht im Sonnenlicht
Das ist so krass. Wunderschön aus. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben, aber ich habe das heute auch vorhin schon getragen, die Kombi, weil ich unterwegs war und einen Termin hatte. Freunde, Billy, das klingt immer so übertrieben, ne? Aber diese Kombi, diese beiden Kombis sind so schön auf meiner Haut gewesen. Ich meine, schaut euch das an. Meine Haut scheint noch durch, so leichte Rötungen, leichte Unebenheiten scheinen noch durch. Aber durch diesen Glow ist das alles super ebenmäßig. Und ich glaube, dass man die Foundation von Huda sehr, sehr gut auf den Beinen benutzen kann, auf den Arm benutzen kann, wenn man wirklich diesen extremen Glow mag. Ich finde, für Fotografen könnte das eine gute Sache sein, weil die Hauttextur dann durchkommt. Für den Alltag mischt sie lieber mit einer etwas matteren Foundation, weil es ist einfach zu viel. So, ich habe euch einmal ganz, ganz nah rangeholt, so nah es geht. Und jetzt schaut euch bitte einmal diesen Glow an. Der ist schon stark, aber noch lange nicht so stark, wie die Huda Foundation sonst wäre. Ihr seht hier beispielsweise, hebt sich so ein bisschen die Textur hervor, auch in diesem Bereich. Ich finde, das macht das Gesicht aber lebendig. Und das ist etwas, was man aus meinem Mund recht selten hört, ne? Dass ich sage, weniger ist mehr. Der Trend, der geht im Moment echt weit bei mir, dass ich sage, ich trage teilweise im Alltag auch gar keine Foundation mehr, sondern nur Concealer, um meine Augenringe abzudecken. Das sitzt so schön und theoretisch habe ich nicht mehr Lust, die Foundation abzupudern. Ich habe euch noch mal ein kleines Stückchen wieder rausgezoomt, dass ihr das Gesamtergebnis sehen könnt. Also, das Schöne bei der Foundation auch von Huda ist, und das tut mir so leid, weil wäre nicht ganz so viel Glow mit drin gewesen, wäre die wahrscheinlich meine absolute Lieblingsneue High-End Foundation geworden und hätte die Dior Skin Glow abgelöst. Weil sie halt ein bisschen leichter ist, diesen Glow mit drin hat und diese Skincare Ingredients. Und das merkt man. Also, ich habe sie neulich, ich trage sie jetzt eine ganze Weile schon, die Haut am Abend fühlt sich super feucht an. Also wenn ihr euch abschminkt, ist das nicht so trocken, sondern ich habe das Gefühl, als hätte ich den ganzen Tag eine Maske, also eine Gesichtsmaske aufgehabt. Wir machen Concealer auf und da mische ich so ein bisschen. Der Judith Williams Bye Bye Dark Circles mit Hyaluronsäure ist von der Deckkraft her leicht, aber dieser Glow, den dieser Concealer rausgibt, das ist so krass, tragt da recht viel von auf. Der in Kombination mit der Huda Foundation, das sieht so frisch aus. Das ist halt wie so ein Serum, ein ganz zartes Serum. Den arbeite ich mir erstmal ein. Dann nehme ich mir hier von Juvia's Place den, wie heißt der denn? Keine Ahnung, Valhalla Concealer. Und gebe mir hiervon nur so ein bisschen hin. Der ist extrem dunkel, aber dadurch, dass die Foundation von Huda ja auch recht dunkel ist und ich den nur punktuell hier vorne hinsetze, seht ihr, zack, weg, ist der perfekt dafür. Weil er mir die Deckkraft dort gibt, wo ich sie brauche. Kleiner Pro-Tipp, ich habe ein Video und eine Review zu der Foundation auch schon gesehen von anderen Leuten. Wenn ihr aktive Akne habt, also Pickel, die gerade da sind, dann deckt sie vorher mit dem Concealer ab und pudert den so ein bisschen ab und geht dann gerne mit den anderen Produkten rüber, weil die Kombi das nicht alles abdecken wird. Also das muss ich dazu sagen. Ich habe jetzt aktiv keine Akne gerade. Ich habe halt nur die Augenringe. Wir lassen das Ganze jetzt einmal so und benutzen den neuen Natasha Denona Paint Puff Liquid Blush Serum. Auch der ist super leicht auf der Haut. Ihr merkt schon, ne? Also diese Texturen, die ich benutze, sind sehr weich, sehr, sehr cremig. Ihr könnt natürlich auch die günstigere Version benutzen. Ich finde, vom Finish her sind die Natasha-Dinger 1:1 so wie die G-Kids von Maybelline. Also, ja, muss man ja auch erstmal schaffen. Dann nehme ich mich hier von Love & Lou diesen Pinsel und arbeite mir das hier auf meinem Handrücken ein und stempel das dann einfach nur hier rüber. Und dadurch, dass die Base so frisch und glowy ist, ne, verbindet sich das super, super gut. Ich arbeite gerne mit einem Cream Blush im Moment, weil ich finde, dass der schöner auf der Haut schmilzt. Und ihr seht, normalerweise hätte ich jetzt sofort gebaked, ne? Wir benutzen auch gleich Puder, aber ich lasse das Ganze erstmal so ein bisschen mit meiner Haut verschmelzen. Gehe hier so ein bisschen auf die Nase, hier über die Augen. Da ist es super, super schön. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch hier so ein Blush nehmen oder so. Welche ich auch gut finde, sind aber teuer und unnötig, sind hier die von Charlotte Tilbury, die Tinted Love. Ich swatche euch mal. Die sind fast transparent. Die sehen super auf der Lippe aus. Ich nehme hier den Pinsel und stempel es einfach nur hier hin. Da kann man ruhig mehr nehmen, weil die nicht so stark pigmentiert sind. Das ist schade, das habe ich mir anders vorgestellt. Bronzy Glowy Goddess. Ich nehme gerne noch ein bisschen helleren Concealer, um jetzt die Highlights zu setzen. Hier, hier, hier und hier auf der Nase, auf der Stirn
Und dann gucke ich immer so ein bisschen in die Kamera. Ich habe sie teilweise auch beim Schminken selber an, um zu sehen, wie das Licht drauf fällt. Und hier. Und dann nehme ich den Pinsel, da wo so ein bisschen Blush noch dran ist, und arbeite mir das einfach nur punktuell ein. Zum Setten nehme ich einfach ein loses Puder, mein Mikrofasertool, aber wirklich nur ganz, ganz bisschen. Und gehe einfach nur so ein bisschen rüber. Ihr seht, das nimmt den Glow schon gut weg. Aber, so sorry, kleine Unterbrechung. Ich habe jetzt noch ein bisschen Puder genommen, einfach unter den Augen gesettet. Und mit dem Rest gehe ich einfach komplett übers Gesicht. Und ihr seht trotzdem, dass dieser Glow von der Foundation einfach durchkommt. Und das ist so verrückt. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Weil, wenn ich mir Highlighter in Foundation mische, dann kommt es nicht so ebenmäßig durch. Und jetzt habt ihr einfach ein super frisches, glowy Natural Beat Face. Ich mache mein Make-up immer ein bisschen weiter. Ich nehme einen Blush. Den habt ihr noch nicht gesehen. Der ist von Sensai. Diese Farbe hier, das ist die Farbe Blooming Orange. Und da ist so wie so ein kleiner Highlighter mit drin. Und damit gehe ich einfach hier noch so ein bisschen rüber. Ihr seht, ich arbeite im Sommer nicht so präzise, ne? Sehr grob, einfach hier so ein bisschen rüber über die Augen. Ein bisschen Highlighting. Für die Augenbrauen nehme ich hier von Il Makiage so einen Augenbrauenstift und gehe hier einfach ein bisschen durch. Nichts Präzises, ne? Also sehr, sehr natural, sehr, sehr bushy. Und zum Setten benutze ich das hier. Das ist das Professional Super Setter Setting Spray von Benefit. Das hält extrem gut. Auf meine Lippen gebe ich mir hier von Huda den Silk Balm. Schaut euch bitte diese Base an. Sehe ich, Freunde, sehe ich nicht aus, als wäre ich gerade aus dem Urlaub gekommen? What? Und das ist einmal das Ergebnis, perfekt für den Sommer. Deckkraft völlig ausreichend. Der Glow kommt durch, Farbe passt, Brows bushy, die Lippen durch diesen Blush ein bisschen, ne? Da ist sie, verschwimmt so ein bisschen die Konturen. Ich finde, das sieht sehr natürlich aus, vor allem mit diesem Silk Balm. Das ist kein Lipgloss, das ist wirklich wie ein Labello in Kombination mit einem Lipgloss, und das bleibt den ganzen Tag genauso. Und I love it. Freunde, ich bin gespannt, was ihr zu den Produkten sagt. Wir haben den Bronzer vergessen. Den habe ich völlig vergessen. Das ist der Glowish Bronzer. Ich habe den in der Farbe Medium. Der ist recht soft. Also der ist nicht krass pigmentiert, aber der hat auch so einen ganz, ganz zarten Glow mit drin. Ohne Glitzer. Ich weiß nicht, wie sie es geschafft haben. Ihr seht es kaum. Das ist verrückt. Ihr seht es kaum. Weil er von der Farbe her super gut ist. Ich nehme den. Der ist ganz, ganz weich, ne? Also das ist fast wie der. Kennt ihr den Physicians Formula Butter Bronzer? So ähnlich ist der. Also ich glaube, da ist ein gutes Dupe dafür. Und das, Freunde, ist das perfekte Sommer-Make-up. Hält den ganzen Tag. Super glowy. Frisch. Deckkraft. Brows. Lips. Eyes. Face. Ich lieb's. Ich glaube, ihr habt's gemerkt. Das ist die Kombination, die ich irgendwie so ein bisschen gesucht habe. Frisch, glowy, trotzdem gesettet, und es sieht einfach gesund aus. Ich bin super gespannt, wie euch die Produkte gefallen. Vielleicht habt ihr ja auch eins der Produkte schon zu Hause. Dann schreibt mir doch dazu gerne mal ein Feedback unten in die Kommentare. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart, und würde vorschlagen, wir sehen uns hier ganz bald wieder. Passt auf euch auf!